Ja, schönen guten Abend auch noch von mir. Ich bin Christian Lank, Redakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, mit Herrn Lederbogen gemeinsam ein wenig den heutigen Abend zu organisieren. In den nächsten paar Minuten möchte ich über das Thema Sportsucht sprechen. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe mir einen fachkundigen Gesprächspartner mit auf die Bühne geholt. Das ist Professor Dr. Martin Engelhardt. Er ist Chefarzt am Klinikum Osnabrück, Sportmediziner und hier auch am Institut für Sport tätig als Lehrbeauftragter. Ja, man kennt viele Sachen, die abhängig machen können. Drogen, Alkohol, Zigaretten. Das ist auch weiterhin bekannt, dass der Konsum da möglicherweise zur Abhängigkeit führen kann und schlimme Folgen haben kann. Nicht so bekannt ist dagegen die Sportsucht. Warum ist das so, Herr Engelhardt? Naja, Sport ist zunächst mal gut akzeptiert in der Gesellschaft. Wird nicht primär jetzt als Suchtfaktor angesehen und von daher ist es positiv besetzt und derjenige, der viel Sport treibt, wird normalerweise bewundert und es fällt dann auch nicht auf, wenn das über die normale Grenze hinweggeht und von daher bleibt es unbekannt oftmals. Es gibt ja viele Leute, die jetzt regelmäßig Sport machen. Ich gehöre dazu, wahrscheinlich viele unter Ihnen werden auch häufig Sport machen. Müssen wir Angst haben, eine Sucht zu entwickeln? Also die meisten müssen sicherlich keine Angst haben, eine Sucht zu entwickeln und selbst Hochleistungssportler trainieren ja bis zu 1600 Stunden in meiner Sportart, wo ich herkomme, Triathlon, die weltbesten deutschen Athleten, schon Thomas Hellriegel, der den ersten deutschen Hawaii-Sieg geholt hat, hat als erster Mensch dokumentiert 1600 Netto-Trainingsstunden absolviert, können Sie mal ausrechnen, das sind so ungefähr 40 Stunden die Woche. In den Grenzbereich hineingehend und das müssen sie natürlich machen, um international hochleistungssportmäßig Erfolg zu haben. Deswegen sind die Leute aber nicht süchtig, sondern die haben ein klares Ziel und ohne Training, ohne letztendlich sich auch ein Stück weit in Anführungsstrichen zu strapazieren, zu quälen, würde der andere sagen, geht es eben nicht, internationale Erfolge zu erreichen. Talent allein reicht nicht aus. Aber wie kann man da die Grenzen ziehen zwischen einem normalen Sportbewusstsein oder einem exzessiven Sportverhalten und welche Symptome gibt es, an denen ich möglicherweise erkennen kann, dass ich daran leide? Also zunächst mal ist die Sportsucht nicht als Krankheit anerkannt, auch nicht als psychiatrische Krankheit international dokumentiert. Nichtsdestotrotz gibt es also die Psychosomaten oder auch die Psychiater oder Sportpsychologen, die einige Kriterien zeigen. Wenn also der Sport der einzigste Mittelpunkt des Lebens ist, wenn also soziale Beziehungen vernachlässigt werden, wenn der Beruf vernachlässigt wird, wenn man also trotz Verletzung weiter trainiert, wenn man also wirklich zwanghaft trainieren muss und wenn man eben nicht mehr trainieren kann, letztendlich depressive Symptome zeigt, dann ist also die Grenze des Normalen sozusagen überschritten. Ist das etwas, was vor allem bisher bei Leistungssportlern bekannt ist oder ist das auch schon in Anführungsstrichen in die Mitte der Gesellschaft gerückt? Also die Spezialisten sagen, es trifft in unterschiedlichen Graden und Ausprägungen bis zu 1% der Sporttreibenden. Das würde ich als ein bisschen hoch ansehen. Aber am wenigsten trifft es eigentlich die erfolgreichen Hochleistungssportler, die mit einem klaren Ziel trainieren, sondern es gibt Altersschwerpunkte. Also gerade junge Frauen in der Pubertätsphase könnten schon mal betroffen sein, aber dann eher so Menschen, die also schon, sage ich jetzt mal, über Mitte 30 hinausgehen, da gibt es bestimmte Häufungen. Gibt das Gründe oder kennen Sie Gründe, warum das so sein kann? Ja, also oftmals gibt es ja für die Sucht nicht die Gründe, die wir letztendlich heute manchmal wissen, auch beim Alkohol oder auch bei anderen Süchten weiß man heute, wissenschaftlicher viel mehr. Man schaut immer so die Bevölkerung und auch wir Mediziner manchmal verächtlich auf diejenigen und sagt, die haben keine Disziplin, die sind zu dick oder die saufen da und können sich nicht kontrollieren. Wir wissen heute, dass bestimmte Genkonstellationen dafür verantwortlich sind, dass man, sage ich jetzt mal, leichter davon betroffen ist. Ähnliches wird es wahrscheinlich bei diesen betroffenen Sportsüchtigen auch geben. Ja? Die haben ein gestörtes, sage ich jetzt mal, auch Selbstbild von sich selbst und brauchen unter Umständen diese
Form des extremen Sporttreibens. Hat das möglicherweise auch was mit einem falschen Schönheitsideal in der Gesellschaft zu tun? Du musst fit, du musst schlank, du musst aktiv sein? Das kann durchaus damit reinspielen und kann das begünstigen. Aber wer jetzt nicht bestimmte Konstellationen hat, den wird das also nicht treffen. Ja? Wer jetzt zum Beispiel alkoholkrank ist, der bleibt das ja praktisch ein Leben lang. Der muss immer sein ganzes Leben auf Alkohol verzichten, sonst hat er die Gefahr oder sonst hat er einen Rückschlag erlitten. Beim Sport könnte ich mir das schwer vorstellen. Muss man dann ein Leben lang auf Sport verzichten oder wie kann man ein normales Verhältnis wieder dazu gewinnen? Also die Wissenschaft kennt solche Abhängigkeiten nicht und von daher wird es darauf ankommen, letztendlich zunächst mal diese Fehlform des Sporttreibens zu erkennen, anzusprechen und dann auch durch die Fachleute, die Sportpsychologen und Psychosomatiker letztendlich auch zu therapieren. Sportsucht scheint ein relativ junges Phänomen zu sein, was es auch erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Woran liegt das? Meiner Ansicht nach ist das eine typische Form auch der Wohlstandsgesellschaft. Wenn Sie sich angucken, die Medizingeschichte nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es bestimmte Krankheiten nicht, die es heute gibt. Manche sind auch erst mit der Anerkennung als Entschädigung in dem Versicherungsbereich entstanden. Denken Sie an das HWS-Schleudertrauma beim Auffahrunfall, typisches Beispiel. Und ich garantiere Ihnen auch, dass in Syrien und in den ganzen Kriegsgebieten, da gibt es keine Sportsüchtigen, ja, die haben andere Probleme. Ja. Und das tritt erst in den letzten Jahrzehnten auf in diesen Wohlstandsgesellschaften. Mhm. Blicken wir vielleicht nochmal zum Abschluss in die Zukunft. Sie haben gesagt, es liegt auch daran, dass einfach Sport sehr positiv gesehen wird. Was muss sich in Zukunft denn ändern, damit einerseits die Sucht in der Öffentlichkeit präsenter wird und zweitens auch, was muss ich tun, dass sich das Phänomen nicht noch weiter ausbreitet? Also das Ganze ist letztendlich eine Frage der Ausbildung. Wir müssen also in dem Bereich der Lehrerausbildung mehr investieren. Insgesamt der Staat braucht ein Commitment für ein Sportkonzept. Wir sehen ja, dass immer weniger Sport getrieben wird in Deutschland. Das hat katastrophale Folgen, gesellschaftliche Folgen, gesundheitliche Folgen. Das System, wenn wir nicht umsteuern, wird auch das Gesundheitssystem kollabieren. Und genauso müssen wir ansetzen, das wird ein Langzeitprogramm erforderlich machen, wie es zum Beispiel die Engländer ja um die Jahrtausendwende unter Blair dann getan haben und das auch konsequent betreiben. Die haben ein staatliches Konzept abgestimmt mit dem Sport, wo sie bestimmte Ziele setzen, auch für die Ausbildung. Natürlich wird Fachpersonal gebraucht, es werden gut ausgebildete Lehrer gebraucht. Man darf die Sportstunden nicht als minderwertig abtun. Da ist ein ganzes Konzept gefragt. Und nur so können Sie das beeinflussen. Sie müssen die Trainer schulen, dass die also das erkennen. Oder auch in den Vereinen, wo Breitensport oder leistungsorientierter Breitensport getrieben wird, dass man es erkennt und auch rechtzeitig dann anspricht. Engelhardt, vielen Dank fürs Gespräch.